Willkommen zum zweiten Video über das GS1 Barcode-System. Hier gehe ich genauer auf die interne Struktur und Generierung von GS1-konformen Barcodes ein. Barcodes werden üblicherweise verwendet, um eine einzige Information zu kodieren, wie etwa die im ersten Video erwähnte GTIN in einem EAN-Symbol. Will man mehrere Datenelemente in einem einzelnen Barcode ablegen, dann müssen die Datenelemente für die weitere Verarbeitung voneinander getrennt werden können. Zu diesem Zweck dienen AI-Datenbezeichner und das Spezialzeichen FNC1. Hier ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie wollen einen GTIN, eine Chargennummer mit variabler Länge und ein Haltbarkeitsdatum in einem GS128-Code ablegen. Um der lesenden Applikation mitzuteilen, wo genau in den Barcode-Daten die entsprechende Information zu finden ist, erfolgt eine Zuordnung mit AIs. AIs sind 2-, 3- oder 4-stellige numerische Kennungen, die die Bedeutung des nachfolgenden Wertes festlegen. Eine sehr umfangreiche Liste der aktuellen Datenbezeichner ist unter dem angezeigten Link erhältlich. Der einem AI-Datenbezeichner zugeordnete Dateninhalt kann eine fixe oder eine variable Länge haben. GTIN AI01 und Haltbarkeitsdatum AI15 sind laut Spezifikation immer mit der fixen Anzahl an Zeichen zu kodieren. N2 plus N14 für die GTIN, also 2 Ziffern für den AI selbst und 14 Ziffern für die GTIN. Bei Bedarf ist die GTIN mit führenden Nullen auf die gewünschte Länge zu bringen. Anders verhält es sich bei der Chargennummer, diese kann bis zu 20 Zeichen enthalten. Wird nicht die gesamte Kapazität von 20 Zeichen ausgenutzt, dann ist die Chargennummer mit einem FNC1-Zeichen abzuschließen. Aufgepasst! Am Ende des Barcodes ist in keinem Fall ein FNC1-Zeichen zu verwenden. Da dieses FNC1-Zeichen nicht direkt auf der Tastatur eingetippt werden kann, wird es in Tagit-Anwendungen als eine sogenannte Escape-Sequenz mit der Zeichenfolge /F angegeben. Nun generieren wir den Code im Online-Barcode-Generator von Tagit auf barcode.tagit.com. Wir erzeugen einen GS128. Die Daten müssen ohne Klammern eingegeben werden. Bei GS128 werden die Datenbezeichner im Klartext immer mit Klammern gedruckt, sind aber selbst nicht Teil der kodierten Nutzdaten. Die gute Nachricht, die Tools von Tagit erstellen die korrekte Klammerung im Klartext automatisch. Beim Scannen werden ausschließlich die Nutzdaten, also ohne Klammern, gelesen. Durch die AIs und deren bekannte Länge bzw. dem Abschluss mit FNC1 ist es dem verarbeitenden System möglich, die kodierten Daten korrekt zu verarbeiten. Das war's für heute. Ich hoffe, Sie finden dieses Video informativ. Lassen Sie uns bei Gefallen ein Subscribe oder Like oder am besten beides da.